Das zeigen wir euch dann aber später auf jeden Fall noch. Wird ganz witzig. Und einmal komplett kontrolliert, weil... Was waren eigentlich unsere Pläne? Geht es jetzt zurück nach Deutschland? Bleiben wir noch in Italien? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, und auch sowas gehört tatsächlich zu unseren alltäglichen Dingen, die wir mittlerweile so machen. Und zwar, wisst ihr ja, habe ich mal diese Powerstation von Plug-in Festivals bzw. Crosstools vorgestellt. Und die Solartasche, die haben wir jetzt intensiver getestet, bei uns extra nochmal dran mit einem Solarladeregler. Da kommt noch ein extra Video, beziehungsweise vielleicht habt ihr das Video auch schon gesehen, das kann natürlich gut sein. Und wir machen hier auch nochmal Fotos für den Instagram-Account für Plug-in Festivals. Das gehört auch so zu den alltäglichen Dingen, die wir natürlich mal unterwegs so machen. Ja, genau, hier gerade mal so eine schöne Session aufgebaut. Ein bisschen gezeigt, was man mit dem Solarpanel so machen kann, wenn man halt unterwegs ist, flexibel unterwegs sein möchte, und das macht natürlich auch einiges her. Wir sind jetzt mittlerweile in Patras, und zwar morgen geht ja unsere Fähre Richtung Italien. Jetzt waren wir nochmal komplett alle Erledigungen machen, heißt, wir waren einkaufen im Supermarkt, dann haben wir getankt, das Fahrzeug voll getankt, dann haben wir das Fahrzeug abgestellt, sind mit Nala zum Tierarzt gefahren, weil man braucht in diesem EU-Ausweis, den man ja jetzt hat, wenn man einen Hund hat, jeder Hundebesitzer weiß es vielleicht, braucht man noch eine Unterschrift von einem Tierarzt, dass alles in Ordnung ist, dass du halt rausreisen darfst bzw. losreisen darfst. Das haben wir gemacht, und dann waren wir noch in der Wäscherei. Wir haben nochmal all unsere Wäsche quasi komplett gewaschen, haben zwei Säcke voll. Ja, und jetzt werden wir erstmal eine kleine Pause machen, eine Kleinigkeit trinken, was essen und sind quasi bereit, beziehungsweise packen noch so ein paar Sachen, weil wir auf der Fähre haben wir diesmal eine Kabine. Einfach aus dem Grund, weil Camping an Bord erst ab April, glaube ich, ne? Ja, 1. April. 1. April wieder möglich ist. Das heißt, wir mussten in Anführungsstrichen eine Kabine nehmen. Ist natürlich auch gut, mit Nala dann auf eine Kabine zu gehen. Da passiert auch noch eine Kleinigkeit, das zeigen wir euch dann aber später auf jeden Fall noch. Wird ganz witzig. Ich glaube, da freuen sich so einige drüber, nicht nur wir. Und ja, wie gesagt, dann schauen wir einfach mal weiter. Halten euch aber definitiv auf dem Laufenden. Auch was so diese ganze Sache mit dem Reisen angeht. Corona-bedingt natürlich und so, was so ein bisschen schwieriger ist. Aber das zeigen wir euch dann einfach im Laufe des Videos. So, ein letztes Mal auf griechischem Boden mit Nala rausgehen. Die kleine Maus. So. Komm. Oh Mann. Ja, wir verlassen Griechenland. So ist es. Welche Überraschung haben wir jetzt hier am Start? Sitzt genau vor mir. Im Hintergrund seht ihr das Fahrzeug von Diana. Diana ist die Tierschützerin, die uns quasi mit Nala auch hier fleißig geholfen hat. Und die hat uns gefragt, als sie gehört hat, dass wir nach Deutschland fahren, ob wir dann nicht vielleicht einen Hund mitnehmen können, der schon in Deutschland vermittelt ist. Und tatsächlich ist es so, das ist die kleine Gina, 4 Monate alt. Und die nehmen wir jetzt mit nach Deutschland. Mal gucken, wie das wird. Zweiter Hund dabei. Die beiden stehen sich anscheinend schon ziemlich gut. Auf jeden Fall ist kein Ärger. Und ja, mal sehen, wie das funktioniert. Wir haben eine Kabine mit Hund, also mit eine Pet-Kabine. Und wir sind ganz gespannt, wie das wird. Und wir hoffen einfach, dass Gina ein schönes Zuhause kriegt in Deutschland. Wir sind jetzt auf dem Fährgelände. Wir wurden einmal komplett kontrolliert, weil hier ganz viele südländische Leute rumlaufen und versuchen, unter den Fahrzeugen halt mit in ein anderes Land zu kommen. Und ja, sie waren sogar bei uns im Camper, haben die Toilette und den Wohnraum alles besichtigt, ob hier irgendwelche Leute mitfahren. Ist natürlich nicht der Fall, also alles gut. Ja, und jetzt stehen wir schon vor unserer Fähre. Wir werden uns jetzt noch ein paar Brote schmieren, damit wir auch gut versorgt sind. Oh,
Mit Hunden natürlich alles ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen mit zwei Hunden. Wir sind es ja noch nicht mal mit einem gewohnt. Nala geht natürlich fleißig an alleine. Gina haben wir jetzt in so einer Box. Einfach sicherheitshalber, weil wir sie auch noch gar nicht kennen und so. Vielleicht kann sie in der Kabine dann auch raus. Hier sind so ein paar Sachen. Einmal für Gina ein paar Sachen, für uns die Sachen. Und natürlich unsere Wertsachen aus dem LT haben wir auch rausgenommen. Jetzt geht es für uns erstmal Kabine suchen. 9. Stock soll es wohl sein, auf einer Fähre. Entschuldigt unser Aussehen. Wir sind durchgeschwitzt hier gerade von der Situation. Also wir mussten jetzt erstmal die Kabine suchen. Das ging relativ fix. Wir haben unten gefragt und so. Aber ja, naja, wir mussten halt ein paar Sachen hier hochschleppen und so. Und mit zwei Hunden. Aber es war sehr, sehr cool. Die beiden verstehen sich. Gina ist schon aus ihrer Box raus. Trinkt jetzt erstmal ordentlich was. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir so machen können und ob wir mit den Hunden auch irgendwo hier nochmal aufs Deck können oder so, weil wir würden das Ganze natürlich auch gerne nochmal von außen sehen. Und ansonsten, kleine Kabine, anscheinend 4-Bettzimmer, oben sind nochmal 2 Betten, keine Fensterkabine leider. Ja, und ein kleines Bad, das zeige ich euch auch mal ganz kurz, habe ich selber noch gar nicht reingeguckt. Das sieht so aus. Ja, relativ einfach, aber wir können ordentlich duschen. Können auf Toilette gehen und unsere Sachen einsperren, falls wir mal alleine rausgehen sollten. Aber ich denke mal, das werden wir eh nicht machen. Ja, und ansonsten werden wir uns jetzt ein bisschen ausruhen. Guten Morgen, wir hatten eine gute Nacht, eine ruhige Nacht. Gina hat nirgendwo hingepinkelt, nirgendwo hingemacht. Wir haben den beiden jetzt schon eine kleine Menge zu fressen gegeben. Und jetzt gehen wir mit den beiden mal wieder an. Das ist jetzt ein ordentlicher Cut und zwar ging es, glaube ich, von der Roomtour vom Schiff direkt hier ins Fahrzeug und ungefähr 300 Kilometer weiter nach Italien rein. Und zwar ist es so, dass wir ja jetzt mittlerweile nicht nur einen Hund haben, und zwar die kleine Nala, die ja uns gehört, sondern eben noch einen Hund mitnehmen nach Deutschland, der vermittelt ist. Das Ganze habe ich ja eigentlich schon erklärt, aber nur nochmal dazu, dass das halt ganz schön stressig war auf der Fähre, auch als wir runtergefahren sind, war ganz schön viel Heckmeck. Und aus dem Grund sind wir jetzt hier und möchten einfach mal so ein bisschen erläutern, wo es jetzt weiter hingeht und ob es nach Deutschland geht, weil live bei Instagram haben wir schon enorm viele Fragen bekommen von euch und wir möchten das hier in dem Video jetzt einfach mal wirklich aufklären. Was waren eigentlich unsere Pläne? Geht es jetzt zurück nach Deutschland? Bleiben wir noch in Italien? Geht es noch weiter? Und so weiter und so fort. Das Ganze versuchen wir euch jetzt ganz kurz einmal aufzuklären und dann geht es für uns weiter direkt Richtung Schweiz, weil wir im Transit durchfahren, heißt wir müssen in 36 Stunden durch Italien durch sein, ist einfach eine Auflage wegen Corona, woran wir uns natürlich auch halten wollen. Und ja, jetzt wird Julia euch mal erklären, was wir überhaupt mit dieser ganzen Reise vorhatten und was wir von Anfang an geplant hatten. Ja, von Anfang an geplant war eigentlich im März zu starten und dann 12 Monate, sprich bis jetzt März. Allerdings hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, auch wieder durch Corona, deswegen konnten wir erst Ende Juni losfahren. Und ja, wir wollten quasi im März zurück, weil dieses Auto auch zum TÜV muss, ist natürlich im Ausland nicht unbedingt so wichtig, aber wir möchten das gerne wahrnehmen und ja, mein Herz blutet schon ein bisschen, ich freue mich schon sehr auf zu Hause. Genau, das heißt also im Klaren, dass wir das Ganze auch so geplant haben, wie wir es gerade machen. Wir haben weder finanzielle Engpässe, noch haben wir irgendwelche anderen Probleme. Das wollten wir einfach nur mal aufklären, weil da Fragen da waren. Und wir haben das Ganze von Anfang an nicht öffentlich gemacht, weil wir wollten uns einfach keinen Druck machen. Weil hätten wir dann gesagt, wir fahren 12 Monate oder auch länger, und wären aber früher wieder nach Hause gefahren, dann hätte es vielleicht gehießen, warum fahrt ihr jetzt nach Hause, was habt ihr für Probleme und. Da wollten wir uns einfach nicht unter Druck setzen lassen, ist auch nicht böse gemeint an euch natürlich oder so. Das ist einfach nur, weil wir uns frei fühlen wollten in unserer Entscheidung. So sieht es jetzt momentan aus, also es hat alles genauso geklappt, wie es geplant war, bis auf
so die Reiseziele, die wir hatten. Wir haben nicht viel geplant, weil wir einfach planlos reisen wollten, weil man dann so unserer Meinung nach freier ist. Und das eigentliche Ziel war natürlich, jetzt nach Griechenland rüberzusetzen, dann in irgendeiner Form die Balkanroute oder vielleicht in irgendeiner Form auf jeden Fall übers Land wieder nach Deutschland zu fahren. Dadurch, dass wir ja 2 Monate, 2,5 Monate in Griechenland festgesessen haben, war das halt eben nicht möglich, diese Route zu nehmen. Und jetzt im Nachhinein hätten wir natürlich auch sagen können, okay, wir fahren noch übers Land, aber auch da sind die Bestimmungen durch Corona einfach für uns jetzt gerade nicht so passend, dass wir sagen, okay, wir machen das. Und darum haben wir auch den Seeweg zurückgewählt und werden uns jetzt also nach Deutschland zurückbegeben. Das tut dem ganzen Kanal hier natürlich gar keinen Abbruch. Im Gegenteil, viele Basteleien stehen an, aber da werden wir einfach mal schauen, was für Projekte für uns anstehen und auch für euch anstehen. Also bleibt definitiv dran, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und gebt für die ganze Aktion einfach gerne mal einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, falls ihr interessiert seid, was hier jetzt weiter passiert. Und wir sehen uns jetzt auf der Strecke Richtung Schweiz wieder. Das kann. Auch wenn wir im Transit durch Italien durchfahren, ist es natürlich so, dass wir tanken müssen, weil wir nur 500 Kilometer ungefähr mit einem Tank kommen. Daher werden wir jetzt auf jeden Fall einmal tanken und dann geht's weiter. Geschafft. Wir waren so gegen 20.30 Uhr dort und es war nichts los. Also keine Kontrolleure, keine Menschenseele. Wir konnten einfach durchfahren und sind noch bis nach Freiburg gefahren und haben an diesem schönen Platz hier übernachtet. Gestern sind wir gegen 16 Uhr bei unseren Freunden in Crailsheim angekommen und gegen 18 Uhr kam auch schon die neue Familie von Gina und ja, jetzt ist sie in ihrer neuen Familie, war gestern echt sehr, sehr schön und ich glaube, ihr wird es da sehr, sehr gut gehen. Ja, die Rückfahrt war noch ein bisschen holprig, weil die dann in eine Vollsperrung geraten sind, aber später sind sie dann auch gut zu Hause angekommen. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der kleinen Gina. Ja, wir sind jetzt heute ist Dienstag, noch einen Tag hier und machen Pause von der ganzen Fahrt von Griechenland hierher und werden gleich noch ein wenig Video weiterschneiden. Und morgen wird es dann weiter Richtung Norden gehen. Wir haben so schöne Sonne draußen, es ist echt warm. Wir haben die Sonne anscheinend aus Griechenland mitgebracht. Und haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir eine Runde spazieren gehen. Hier soll ein sehr schöner See sein, den werden wir uns mal anschauen. Und danach werden wir für unsere Freunde kochen. Denn die sind noch bei der Arbeit oder in der Schule und ja, wollen ihnen ein bisschen Arbeit abnehmen.
to break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile, Wir sind jetzt in den Kasseler Bergen angekommen, der wohl blödeste Teil für Autos mit wenig PS. Aber wir sind gespannt, wie Fridolin das meistert. Quasi live aus dem Schnitt bzw. nach dem Schnitt möchte ich mich jetzt einfach nochmal krass bei allen bedanken, die die ganze Reise über dabei waren, die vielleicht auch dann neu dazugestoßen sind, und nochmal dazu sagen, wir sind jetzt in Deutschland, wir sind wieder in der Heimat angekommen, hat alles wunderbar geklappt, aber bevor ich jetzt Fragen vorausnehme, möchte ich eins noch sagen, und zwar, wir wollen ein kleines Abschlussvideo noch zu dieser Reise machen. Das heißt, wir wollen einfach eure Fragen nochmal fleißig beantworten, sei es zu der Reise, zu den nächsten Projekten, was geht bei uns jetzt ab und so weiter und so fort. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir werden dazu nochmal ein fettes Video machen, freuen uns auf eure Anregungen, eure Fragen. Also einfach mal die Kommentare vollballern. Und zum Abschluss hoffe ich natürlich auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid und fleißig dabei sein wollt in den nächsten Folgen, beziehungsweise einfach auch schauen wollt, wie unser Leben weiter verläuft, abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal. Und dann kann ich nur sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.